Mein Name ist Sophie Stieber und ich habe das Label Sophie Soufflé und habe mich auf Upcycling, Schmuck und Deko spezialisiert. Und zum Thema Upcycling, das ist, wenn man aus wiederverwerteten Materialien etwas Hochwertigeres produziert. Also zum Beispiel, wie ich das jetzt mache, aus alten Schallplatten Armreifen, wie den hier zum Beispiel. Oder zum Beispiel die Ketten, die ich mache, sind aus alten Briefmarken gemacht oder Ringe mit Schreibmaschinentasten. Also ich versuche wirklich so viel wie möglich aus recycelten und wiederverwerteten Materialien zu arbeiten. Also eigentlich bin ich schon mit Upcycling aufgewachsen. Meine Mama hat schon recht früh mit zum Beispiel aus den alten Männerhemden von meinem Papa uns Pyjamas und Nachthemden genäht. Und es gab halt nur damals den Begriff von Upcycling noch nicht. Das hat sich erst in den letzten Jahren, Jahrzehnten geändert und die Leute wissen jetzt mittlerweile auch, was damit anzufangen mit dem Begriff vom Upcycling. Und es ist halt auch schön, weil das Thema der Nachhaltigkeit und der Wiederverwertung immer mehr in den Fokus rückt. Und das merken wir halt auch immer wieder, wenn wir auf den Märkten unterwegs sind und unsere Sachen verkaufen, dass die Leute das auch wertschätzen, dass wir Sachen einfach wiederverwerten und nicht gleich alles wegwerfen. Okay, also hier haben wir eine alte Schreibmaschine, die ich auf dem Flohmarkt gefunden habe. Da zwicke ich jetzt einen Buchstaben runter, den ich gern haben möchte, als Ring oder auch Manschettenknopf. Dann wird das alles runtergefräst und zurechtgeschliffen. Da habe ich so einen tollen Dremel, den ich gerne verwende. Da, wo ich ein bisschen beim Schleifen aufpassen muss, ist, dass die Tasten ziemlich heiß werden können. Also muss man immer wieder Pausen einlegen. Dann wird das alles poliert, sodass alles richtig schön glänzt. Die Taste wird gereinigt. Also die Tasten werden mit einer ganz feinen Stahlwolle poliert, sodass sie richtig schön glänzen. Und jedes unserer Stücke hat auch eine eigene Geschichte. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, die Tasten an den Ring zu fixieren. Man kann es löten oder kleben. Also ich habe mich einfach jetzt mal für die Klebevariante entschieden. Okay. Ja, und eigentlich hat jedes unserer Stücke eine Geschichte, die wir auch einfach gerne weitererzählen. Jetzt ist er getrocknet und schon tragebereit. Also wir haben zum Beispiel Anhänger mit alten Briefmarken drin. Da ist immer die echte Marke im Anhänger hinter Glas und die Kopie ist dann im Schachtel dabei. Ketten aus alten T-Shirts. Vasen aus Glühbirnen. Ringe aus Pokerwürfeln. Das ist mein Lieblingsschrank. Da sind meine ganzen Materialien und Utensilien sortiert. Zum Beispiel auch die ganzen Briefmarken. Ja, wir haben da zum Beispiel die Kunstbriefmarken, die sind da in dem Album drin. Und da gibt es halt auch immer nette Geschichten. Also wir recherchieren eben auch immer zu den ganzen Marken, dass wir den Leuten die Geschichte dahinter erzählen können, weil auch einfach so viel Wissen dahinter steckt. Also das wäre halt auch schade, wenn man das nicht irgendwie weitergeben würde, sodass die Leute auch wissen, was sie dann im Endeffekt um den Hals tragen. Da gibt es zum Beispiel die Briefmarke hier, die hat eine ganz nette Geschichte. Das ist zum Beispiel eine Briefmarke, eine österreichische Briefmarke von einem Künstler namens Hoke. Da haben wir eine nette Geschichte gehört von seiner Schülerin, die wir auf einem der Märkte kennengelernt haben. Das war nämlich so, dass er die Briefmarke designt hat und vergessen hat, den Wert der Briefmarke reinzuschreiben, also die 5 Schilling. Und die Post hat es dann nicht geschafft, ihn rechtzeitig zu erreichen, hat vom Telefon nicht erreicht und überhaupt nicht. Und sie haben sich dann dazu entschieden, den Hundertwasser zu fragen, die 5 Schilling reinzuschreiben. Nur hat der das anscheinend so gemacht, dass es dem Hoke überhaupt nicht getaugt hat und ihm das nicht gefallen hat. Und der dann gesagt haben soll, er wird nie wieder mit dem Hundertwasser reden, weil er das anscheinend so verhunzt hat. Keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt, aber wir mögen sie und wir erzählen sie halt auch einfach gerne weiter, weil es einfach schön ist, dass man einfach was dazu weiß. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und vielleicht habe ich euch ja neugierig machen können auf das Thema Upcycling.